Bastl, gestern 1:4 Niederlage in Heidenheim. Ich denke, es geht am Ende dann auch in Ordnung, diese Niederlage. Trotzdem, wenn man so die einzelnen Spielphasen betrachtet, war doch durchaus mehr drin. Hätte es vielleicht sogar für einen Punktgewinn reichen können am Ende? Ja, wir haben uns auf ein 2-1 wieder rankämpft. Insofern, ich glaube, in der Phase hätte eventuell schon ein Ausgleich fallen können. Aber ja, wir haben leider insgesamt gerade in der zweiten Halbzeit zu viele Einladungen an Heidenheim verteilt, wo wir, glaube ich, selber im Ballbesitz zu viele leichtfertige Ballverluste gehabt haben, aber auch im gegnerischen Ballbesitz, da haben wir oft beim Anlaufen, beim Pressing den falschen Zeitpunkt gewählt und aus einer Unordnung teilweise raus das auch macht, wo dann Heidenheim sich immer wieder hat auch lösen können und immer wieder zu guten Angriffen und Konterchancen eben kommen ist. Also insofern geht es dann am Ende schon in Ordnung, denke ich. Jetzt wart ihr 5 Spiele ungeschlagen, jetzt ein kleiner Dämpfer, diese Niederlage. Aber ich glaube, die Motivation ist jetzt groß genug, um am Mittwoch die 40-Punkte-Marke endlich zu knacken, oder? Das auf jeden Fall. Das war von Anfang an das große Ziel, dass wir unsere 40 Punkte sammeln und Mittwoch nächste Gelegenheit. Und ja, da gilt es jetzt alle Körner zusammen zu kratzen, alles rauszuhauen und dann wollen wir da auf jeden Fall über diese Marke drüber.